Einzelne Töne erstmal. Unser gedrückter Ton C auf der A-Seite am dritten Bund. A-Seite, dritter Bund, kommt zweimal. Dann gehe ich mit dem Finger direkt eins höher zu unserem Ton G, der ist am dritten Bund auf der tiefen E-Seite. Dritter Bund E-Seite kommt auch zweimal. Danach geht es zum tiefen F. Erster Bund auf der E-Seite. Und dann kommt die leere D-Seite. Zweimal. So, nochmal ganz langsam. Erster Ton. Dritter Bund, A-Seite. Zweimal. Dann muss ich den Finger eins höher machen. Auch zweimal. Jetzt bin ich am ersten Bund. Kommt die leere D-Seite. Ich muss nichts greifen, nur die D-Seite spielen. Jeder Ton zweimal. Der erste Ton. Der zweite Ton. Der dritte Ton. Und der vierte Ton. Und nochmal. Etwas komplizierter spielen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ich brauche den Ton C, wie gerade eben schon. Und jetzt zupfe ich den Ton C mit dem Daumen, die leere G-Seite und mit dem Ringfinger die leere E-Seite. Zupft, eine Seite ist frei, dann kommt der Zeigefinger, dann ist wieder eine Seite frei, dann kommt der Ringfinger. Jetzt rutscht alles eins nach oben. Mein Ringfinger springt zum G und meine ganze rechte Hand geht auch eine Seite nach oben. Daumen, dann ist eine Seite frei, dann kommt der Zeigefinger. Dann ist eine Seite frei, dann kommt der Ringfinger. Der erste und der zweite. Und gleich nochmal. Der erste und der zweite. Und nochmal. War nur dieser einzelne Ton. Jetzt erinnert ihr euch an den Griff
aus der Anfangsrunde. Jetzt habe ich alle Finger wieder am Platz und ich zupf alle drei Töne, die ich drücke, nacheinander. Zuerst den Daumen, dann den Zeigefinger und dann den Mittelfinger. Also, guckt euch nochmal den Griff an. Alle Finger drauf. Daumen, Zeige, Mittel. Daumen, Zeige, Mittel. Jetzt fehlt uns noch die letzte Stufe. Da haben wir gerade eben nur den einen Ton D gespielt. Jetzt brauche ich noch den kleinen Finger hier und den Zeigefinger hier. Der kleine Finger ist auf der H-Seite am dritten Bund. Und der Zeigefinger ist auf der E-Seite am ersten Bund. Kleiner Finger dritter Bund, Zeigefinger erster Bund. Daumen spielt die leere D-Seite. Zeigefinger, Mittelfinger. Ja, so, die letzten zwei Akkorde, der Griff. Und dann nochmal der Griff. Und der andere. Ich mache jetzt alle vier Stationen hintereinander. Erste Station. C greifen, rechts die Finger auf Position. Jetzt geht alles eins nach oben. Der Spezialgriff und D. Ganze mit Musik. Hier wieder eine kleine Trainingsrunde, die immer ein bisschen schneller wird. Jetzt mal den Song ein bisschen langsamer von vorne laufen und wir versuchen den Teil und dann
hintereinander zu spielen. Ich sage euch, wann welcher Teil kommt. Time.